Welcome to the Electronic Video Agent Installation. It is my destiny to lead the way for all mankind. Mankind has forgotten you, Kane. The time has come to destroy GDI! GDI's Philadelphia space station will orbit overhead three times. You must get all three ICBMs in place. Peaceful, isn't it? No! Good welcome, citizens. It is with the highest honor and the greatest joy that I bring you, Kane. This morning was the most glorious morning in the history of the Earth. Peace is upon us. A gift to every man, woman, and child from the Brotherhood of Nod. Victory. Not just for our people, but for our species. The time for questioning is over. Initialize Philadelphia uplink. Reroute to local EVA backup. Installing, please stand by. While you are waiting, please fill in the registration card and send it in. Installation complete. Welcome back, Commander. Please note that due to the connection problems, the topicality and correctness of the data cannot be guaranteed. Index public media data for reporting. Completed. Status report. Nod activities, unknown. Media reports that there has been an accident or an explosion on the Philadelphia Space Station. Poor quality data was also received relating to Tiberium and Cairo. Connection not found due to information in the local data backup. Incoming transmission on GDI Emergency Channel 3. You picking it up? Good. Listen, Commander, there's not much time for deep ground details, but GDI is in big trouble. The Brotherhood launched ICBMs and destroyed the Philadelphia. The big problem is, except of the loss of higher-ranked GDI officers and friends, that the Philadelphia was the primary relay of our entire communications network. Our backup communications channels are now hopelessly overloaded and hardly usable. But we found something in old records. Uplink stations that were originally used in the First War still exist. Unfortunately, we have no information about their status or exact coordinates. But it looks like there is one near your location. According to old reports, it is likely to be near the railroad tracks. Your mission is pretty simple. Grab some troops, take the public train, and re-establish the station. Good luck. Use the public train to reach the GDI uplink station. A
Establishing battlefield control. Stand by. Und damit willkommen zu Tyrant's Sun Aftermath. Ja, eine neue Mod für das Spiel. Ich habe die bereits schon mal angespielt. Sehr gut geworden. Das ist sozusagen mein zweiter Durchlauf hier. Und ganz klasse starten wir im Untergrund. Aber auch sehr schön gemacht, die Karte. Genau, kommt das mal daher. Das ist nicht schlimm. Wenn er nicht heilen möchte, dann Pech gehabt. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen hier in der Gegend. Ihr seht jetzt hier die Tore. Und sind das nicht nur die paar Leute jetzt hier gewesen? Ja, komm mal her. Nicht nur die Lasertürme stehen hier, sondern das hier ist ein Kommando. Sollten wir ganz dezent umlaufen. Nicht ärgern. Ich habe mich mal mit denen angelegt. Versehentlich, hab den nicht gesehen. Ja, kann man sich wohl denken, was passiert ist. Zum Glück hat er nur einen Grenadier rausgenommen. Ihr müsst auch ein bisschen gucken, wo ihr lang lauft. Aber an sich ist das nicht allzu schwer. Das ist alles machbar. So, die ganzen kleinen Details hier, diese Graffitis, die an der Wand sind. Dann so diverse Automaten, die hier rumstehen. Das ist schon echt gut gemacht hier. Kommt mal mit. Und ihr müsst in dieser Mission eine Schlüsselkarte finden. Und also tackenweise nach vorne gehen. Jetzt macht er was gut. Es ist zwar nervig, dass ein Grenadier weg ist, den hätten wir gut gebrauchen können, aber ist manchmal so. Mal mit. Seht ihr, hier ist wieder ein Laserturm. Gut, weit genug aufgedeckt. Jetzt müsst ihr mit dem Grenadier diesen Laserturm ausschalten, nicht zu nah rangehen. Die zieht ganz schön viel. Gucken wir mal. Da müsst ihr gucken, wie ihr die Leute auch hinstellt. Könnt die Spielgeschwindigkeit nicht erhöhen. Die ist schon vom Marx selber auf Faster eingestellt worden. Ja, es dauert ein bisschen. Gut. Und weiter geht's. Hier ist ein Serverraum. Gut, hat uns gesehen. Cyborgs sind zum Glück nicht so stark wie in Classic Tyrant's Sun. Zack. Jetzt hat der eine Schlüsselkarte bekommen. Bisschen übermütig gewesen. Ja, habt richtig gehört, hier sind auch Mutanten. Komm mal mit. Gegen den müsst ihr auch wirklich einzeln vorgehen.
I've got a pressing order. Gut, vorsichtig nach unten gehen. Jetzt seht ihr oben ein weiteres Tor. Das könnte einfach so durchgehen. Und immer mit Vorsicht nach vorne gehen. Das Tor ist beschädigt, da könnt ihr nicht durchgehen. Kommen Sie mal mit. Mitkommen, nächsten Cyborg. No problem. You got it. Infantry reporting. Yeah. Ganz normale Infanteristen, die können von dem Kommando erschossen werden. Benötigt auf der Schwierigkeit harten, sag mal, 2 Schuss. Dann sind die auch erledigt. Wie das auf den anderen Schwierigkeitsstufen aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe bis jetzt nur auf hart gespielt. Ja, der Abschnitt, der gleich kommt, der wird ein bisschen stressig werden. You got it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. Nicht, dass ich überrascht werde, yes, habe ich gar keinen Bock drauf. Fast alle durchgeheilt, sehr schön. Yo. Ihr seht, der müsst hier außen rum, also hier außen rumlaufen. No problem. I'm on it. Jetzt werden wir jetzt hier hinter, aber das Tor ist ja kaputt. So, hier oben müsst ihr durchlaufen. Mal komplett zu der Gruppe packen. Ich weiß, was kommt. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Rennt. Laufen. Jetzt haben wir so Leute verloren. Das ist mir in den ersten Durchlauf nicht passiert. Die werden so oder so drauf gegangen. Immer den Schienen folgen. So, schon das nächste Tor. Ganz fix durch. Komm, mach dich mal zu. Guck mal, was hier ankommt. Also ich habe jetzt in dem Durchlauf bessere Chancen gehabt. Ich musste einmal, wo sind die Teufelszungen hier? Ich sehe sie gerade nicht. Okay. Ich hätte es auch schon so weit gehabt, dass mich eine Teufelszunge verfolgt hatte. Da war meine Gruppe aber noch vollständig. Bisschen doof gelaufen. Was ist da eigentlich hier oben? Hier oben bin ich gar nicht lang gegangen. Ach so. Ja, das hätte ich mir schon denken können, dass man hier unten lang gehen muss. Jetzt noch unser Kommando über und Ghoststalker. Sehr schade. Aber das würde auch wirklich passend sein für die nächste Mission. Was der Kommando sagt. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Das ist nur etwas problematisch, dass wir jetzt ohne Medic hier rumlaufen. Immer schon am Rand. So, jetzt kommt noch der letzte Abschnitt.
So, bis 2. Bis 1. Kommt mal beide mit. No problem. Yes, sir. Yeah? I'm on it. I'm on it. Yes. No problem. Hier unten sind sehr viele Nordtruppen. Die lasse ich erstmal in Ruhe. Könnt ihr gerne bekämpfen, wenn ihr es möchtet. Ich lasse die erstmal in Ruhe. Ja, Vorteile vom Ghostwalker muss ich nicht sagen. Er kann sich ja hier heilen. Er braucht nicht unbedingt einen Medic. Ja, auch bei Ghostwalker aufpassen, also das ist immer noch gegeben. Sobald mal jetzt unser Kommando hier vorne stehen will und er schießt hier durch, ist unser Kommando natürlich auch tot. Das ist immer noch so geblieben. Zack. Deswegen einfach rennen, rennen, rennen und wir sind durch.